Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Surviving Mars. Die neuen Kolonisten sind angekommen. Hier spazieren sie raus, oder sie sind schon reinspaziert in die Kuppel. Ja, sie sind glaube ich schon reinspaziert. Hier seht ihr sie. Im Gänsemarsch. Ingenieure, Botaniker, Leute ohne Spezialisierung. Alles wird benötigt bei uns auf dem Mars. Wir haben die Kältewelle außerdem auch überstanden in der letzten Folge und müssen uns jetzt natürlich um die Folgen kümmern, die da wären, dass das alles repariert werden muss. Das kostet auch noch alles Maschinenteile. Richtig nervig. Haben wir natürlich im Moment nicht. So, der Truck hat hier Nahrung hingebracht, genau. Der lädt jetzt die letzten Maschinenteile ein. Welches Gebäude wollen wir denn reparieren? Ich würde mal sagen, die Edelmetallfabrik, Extraktor. Aus dem einfachen Grund, weil wir genügend Polymere haben. Denke ja, so werden wir das machen. Obdachlos, ach du grüne Neune. Ist einer obdachlos. Ja. Wir brauchen halt hier unbedingt noch eine neue Kuppel. Beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben halt hier schon eine Menge von diesen komischen Gebäuden hier gebaut. Wohnquartiere. Die sind halt absolut also ineffizient. Die Teile hier sind besser, diese Apartments, weil einfach mehr reinpassen. Auch wenn die hier luxuriöser sind, ja, weil die Leute halt ihre Ruhe haben. Aber vergleicht das mal. Auf so ein Dreieck bekommt man 8, 12 Leute. Mit denen bekommt man doppelt so viel hier drauf. Variante wäre vielleicht, wenn wir das hier wegreißen und hier ein Apartmenthaus hinbauen. Aber dann werden kurzzeitig eine Menge Leute obdachlos. Oder wir warten einfach ab, sitzen das aus und bauen hier noch eine Kuppel hin. Ich glaube, wir werden das versuchen auszusitzen und in der Zwischenzeit hier uns vielleicht noch mal mit so einem Wohnquartier über Wasser halten. Dann später können wir das alles noch abreißen. Ist auch nicht so effizient, ich weiß, aber besser so, als wenn die dann stinkig werden. Wir haben auch noch keine Sicherheitsleute, glaube ich, eingestellt, oder? Hatten wir schon Sicherheitsleute eingestellt? Glaube nicht. Diese Sicherheitsstationen. Irgendwo hatte ich es doch gerade gelesen. Häuser hier. Wohnanlage. Nee, Wohnanlage wollten wir keine bauen. Wohnquartiere. Das ist auch noch das Letzte, was wir bauen können hier, oder? Dann ist alles vollgestellt. Beton haben wir genügend da. Die unterirdischen Heizungen hatten wir abgeschalten. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier genügend Metalle produzieren. Wir haben ja noch gar keine Fabrik gebaut. Halt, Lager wollten wir nicht. Produktion. Metallextraktor. Muss jetzt nicht sein, dass die Kuppel da in Mitleidenschaft gerät. Also hier steht ja, alle Metallextraktoren wirbeln Staub auf, was bei Gebäuden im grauen Bereich zu einem höheren Wartungsaufwand führt. Muss ja nicht sein. Deshalb gehen wir da ein bisschen weiter weg von der Kuppel. So,
baue das Teil mal. Ach, na klar, brauchen wir Maschinenteile. Naja, aber das Problem sollte hier bald gegessen sein, weil wir produzieren ordentlich Maschinenteile. Wir könnten ja auch noch eine Arbeitsschicht mit reinnehmen, eine zweite Arbeitsschicht. Hier wird Weizen jetzt gebaut. Achso, Ernteausfall, ja, stimmt doch. Wir hatten einen Ernteausfall. Ach, so viel zu tun ohne Ende. Warum hatten wir den Ernteausfall? Wissen wir nicht. Scheibenkleister. Einfach so, oder? Ernteausfall, Bums. Haben irgendwelche Käfer gegessen. Naja, kann man ruhig sagen, gefressen. Blöde Käfer. Oder irgendwelche marsianische Aliens gemobst. Keine Ahnung. Jedenfalls Ernteausfall. Müssen wir mit leben. So, macht ihr hier das Teil voll mit Treibstoff? Ich hoffe doch, ja. Treibstoff und Exportgüter. Nämlich haben wir noch gar keine hier. Hol die mal wieder ran. Ja, das ist es. Im Moment leben wir halt noch von diesen Metallen hier. Zwei Schichten. 5,5. Ja, ein bisschen was mehr. Die Schule braucht noch elektronische Geräte. Ein Diner und das andere alles läuft. Mediziner sind auch da. Ja, wir hatten aber eigentlich doch 5 Ingenieure. Warte mal. Geologen. Geologen hatten wir doch mitgenommen. Doch hier, genau. Die werden halt benötigt für die Extraktoren. Edelmetalle einladen. Wenn ihr alles eingeladen habt, bringt das dann hier zur Rakete. Irgendein Gebäude funktioniert noch nicht. Ach so, ja, das ist. Maschinenteile fehlen uns. Ach nö. Ja. Gesteinsabfälle voll? Nö, auch nicht. Aber wahrscheinlich bald. Maschinenteile. Also diese Maschinenteilefabrik ist eigentlich perfekt fertig geworden, oder? Wo werden die jetzt hier hingelagert? Hier hin. Muss natürlich erstmal produziert werden. Ein Maschinenteil aus einem Metall. Nett. So, das wird jetzt hier beladen, hoffentlich. Ja, die Drohnen haben ja ganz schön zu tun. Wundert mich, dass noch nicht kommt, dass die überlastet sind. Na klar, brauchen wir jetzt hier auch noch elektronische Geräte gleich. Wo sind die elektronischen Geräte? Da gibt es noch ein paar. Schnapp dir mal bitte ein paar davon. 2. Ja, jetzt hat er sich 3 geschnappt, aber ist auch noch okay. Wenn die Rakete dann angekommen ist, müssen wir unbedingt eine Nachschubkapsel holen. Vielleicht holen wir uns auch eine Rakete her. Sektor wurde gescannt. Schön, schön. Ja, Gesteinsabfälle sind auch voll. Kommt alles zusammen, Leute. Lager, große Mülldeponie.
Der bringt jetzt die elektronischen Geräte hier hoch. Wasser müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Bleib mal hier stehen, damit du hier gleich dort das Teil hinbauen kannst. Abtrünnige. Wenn die Moral innerhalb der Kuppel zu niedrig ist, kommen Abtrünnige zum Vorschein. Abtrünnige haben eine verringerte Arbeitsleistung und sorgen für Probleme. Sicherheitsstationen können sie für eine Weile unterdrücken. Aber um das Problem zu lösen, musst du die nötigen Schritte zur Hebung der Moral einleiten. Wo haben wir denn Abtrünnige? Es läuft doch eigentlich alles gut. Ihr habt zu essen, ihr habt Strom, ihr habt Wasser. Was ist euer Problem, ihr Abtrünnigen? Haben wir hier noch Metall? Nö. Dieser eine Transporter muss unbedingt Metall irgendwie mal ranholen. Wir können das doch auch hier entladen. Mal. Haben wir hier noch gar kein Edelmetalldepot? Ich glaube nein. Die 30 da sollten ausreichend sein. Aber die laden es jetzt. Ja, die laden es jetzt ein. Maschinenteile-Depot hatten wir auch noch keins gebaut. Universallager. Produziert er auch ein bisschen was oder was ist denn hier los? Ist halt auch ein bisschen wenig. Wir können den Kommandeur noch mit hier hinbringen. Umso schneller geht das. Lager ist voll. Ach, hier, das Betonlager ist hier auch voll. Ah, alles klar. Doch voran. Treibstoff wird hier noch benötigt. Also wahrscheinlich werden wir die nächste Rakete auch wieder hier hinbringen müssen. Metall muss gesucht werden. Maschinenteile können wir dann irgendwann mal anfangen aufzuladen. Die Maschinenteile werden hier bitte nicht gelagert. Lager das mal hier. Da haben wir einen zentraleren Punkt. Und wir müssen uns darum kümmern, was die hier halt produzieren sollen. Bodenqualität 50. Einmal die Deckungspflanzen. Danach Sojabohnen und dann können wir hier mit Kartoffeln weitermachen. Na kommt, das müssen wir jetzt relativ flott vonstatten gehen. Ich hatte halt die Hoffnung, dass wir die Vaporatoren noch nicht anwerfen oder noch nicht wieder anwerfen müssen, aber sieht nicht so aus. Wir werden die anwerfen müssen, um hier nicht komplett in den Engpass zu geraten. Es wird Metall benötigt. Wir haben kein Metall hier. Wir dürfen uns jetzt aber auch nicht verzetteln. Wir warten jetzt mal ab, bis die Rakete hier vollgeladen ist und dann schicken wir die nach Hause. Leck entdeckt. Überspannung, bitte was?
Überspannung. Es leuchten plötzlich einige rote Lichter auf und Funken fliegen aus dem Terminal, das unsere Stromnetzwerke überwacht. Eine Überlastung unserer Stromnetze hat eine massive Überspannung ausgelöst. Die Gefahr ist groß, dass es zu einer Überlastung des gesamten Netzwerks kommt, wenn wir nichts dagegen unternehmen. 10 Stromerzeuger für 3 Sols abschalten. Den Strom zu Batterien umleiten. Einige Batterien könnten dabei explodieren. Oder wir sagen, das können wir nicht, das ist ausgegraut. Erfinder, ich weiß, wie man die Überspannung eindämmen kann. Unbekannter Effekt. Oder wir sagen, Panik. Mehrere Gebäude gehen kaputt. Ja, Panik haben wir sowieso immer. Wir haben nur Low-Budget-Stromerzeuger, also die produzieren nicht viel, deswegen wird uns das nicht wehtun, wenn wir hier 10 Stück davon abschalten. Problematisch wird es, glaube ich, wenn man dann Fusionsreaktoren oder so hat und dann kommt dieses Event und man stellt 10 Fusionsreaktoren ab. Wir machen das erste. Macht 10 aus. Ja, Leck entdeckt. Wo denn? Ach, da. Aber da kommt schon eine Drohne und repariert das Leck. Repariert das Leck? Ja. Wie lange reparierst du denn? Jetzt ist es fertig. Was? Hier gibt es noch mehrere Lecks. Das ist natürlich schlecht. Das ist ein Job für unseren Hausmeister-Truck. Noch Maschinenteile geladen. Ach, leider nur 0,5. Die Rakete müsste jetzt voll sein. Abreisende Touristen. 0, stoppbereit. Alles klar. Zur Erde zurückkehren. Auf geht's. Hier werden wir die Edelmetalle deponieren. Einladen, doch nicht einladen. Ihr sollt das ausladen. Rakete startet. Hört ihr's? Beton fehlt auch. Ja, Beton fehlt. Aber ist kein Problem. Hier gibt es genügend Beton. Der Wasserturm, ja. Dieser Feuchtigkeitsvaporator. Wir brauchen unbedingt Metalle hier. Kuppel und eine Lebenserhaltung? Was ist denn hier los? Dehydrierung? Wir haben immer noch 50 gespeichert Wasser. Das ist nicht wahr. Ihr habt eigentlich genügend Wasser noch. The colonists are on the brink of dehydration. We need to figure out something quick before they die. Die Kolonisten drohen zu dehydrieren. Wenn wir ihr Leben retten wollen, müssen wir schnell eine Lösung finden. Wasser ist eine lebenswichtige Flüssigkeit. Ja, wissen wir doch. Ansehen. Brauchen wir uns nicht ansehen. Hier gibt es auch noch genügend Wasser. Keine Ahnung, was die jetzt hier für ein Problem haben. Bleibt mal ganz unruhig. Metall ist unterwegs. Wo ist der Hausmeister-Truck? Panik! Beeilt euch mal bitte. Und kümmert euch mal um diese Vaporatoren hier oben.
Auf! Macht mal Betrieb. Schön die Feuchtigkeitslaboratorium und vor allem den Wasserturm hier. Gesamtbedarf, gespeichertes Wasser. Ach so, ausgerechnet dieser Wasserturm, wisst ihr? Der das gesamte Wasser gespeichert hat, muss hier repariert werden. Oh Mann. Oder was? Hat der jetzt hier das ganze Wasser gespeichert? Nö, 15,4 ist ja gar nicht so. Was machen die denn für eine Panik? Wir haben da noch genügend Wasser. Der hier, der Wassertank, ist auch eigentlich mit hier drüben verbunden. Das Rohventil ist offen. Naja, ist auch schon Wasser angekommen, also. Weiß nicht, was ihr habt. Wir können neue Forschung auswählen. Wir haben die Verhaltensforschung erforscht. Aha, Sanatorium behandelt Kolonisten, um Schwächen zu beseitigen. Es gibt keine Grenzen für den menschlichen Verstand, keine Mauern für den menschlichen Geist, keine Barrieren für unseren Fortschritt, bis auf die, die wir selbst errichten. Ronald Reagan. Wir haben den Meilenstein erreicht. 100 Kolonisten. Dafür gab es 1000 Forschung, Spitze, und wir können eine neue Forschung wählen. Schwarmdenken? Nee. Was nehmen wir? Kostet halt alles immens viel. Genanpassung. Können wir andere Pflanzen noch mit produzieren? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder wir sagen marsianische Patente. Wir würden Geldmittel erhalten in Höhe von 500 Millionen. Können wir im Moment, glaube ich, ganz gut mal gebrauchen. So eine kleine Finanzspritze. Dauert auch nicht allzu lang. 4500 Forschungspunkte. Ja, ihr kriegt gleich wieder euren Strom, hätte ich fast gesagt. Ihr kriegt gleich euren Stoff hier, euer Wasser. Na kommt. Und das hier oben auch noch, bitte. Repariert, repariert, repariert. Und Problem ist fast gelöst. Sehr gut. Hui. Haben wir noch woanders Laboratoren? Nein. Also die Laboratoren laufen jetzt alle auf Hochturm. Doch, hier hinten haben wir noch eine. Und somit sollte die Krise abgewendet sein. Wo haben wir mal jemanden, den wir anklicken können? Na, wo versteckt ihr euch? Alle tot. Nee. Ja, läuft doch. Nichts mehr mit Dehydrierung. Habt genügend Wasser. Wir müssen halt schleunigst diese Wasserquelle hier oben noch anschließen. Und Beton wird dort auch noch benötigt. Ohne Ende zu tun. Ach, der hat hier das Beton jetzt eingeladen. Könnte das reparieren. Okay. Und dann als nächstes brauchen wir unbedingt nochmal eine Fuhre elektronische Geräte. Das können wir uns einfach im Moment leider nicht leisten. Oder? Wobei doch, wir haben ja einige neue Sachen erforscht. Ach, Leute. 25 Minuten schon wieder um. Meine Güte. Wo ist die Zeit bloß hin hier bei dem Spiel?
In der nächsten Folge kümmern wir uns wieder etwas detaillierter um die ganzen Sachen. Es war jetzt erstmal ein Stressmoment hier. Dehydrierung, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ein Mensch kann, wartet, ich habe mal irgendwo gelesen, glaube 3 Tage ohne was zu trinken auskommen. Ja, da müssen sie durch, unsere Leute, die Kolonisten. Aber haben sie ja wunderbar hinbekommen. Und wir natürlich auch. Freunde der Nacht, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in den Kommentarleiste, rechts oben gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.